Hi Leute und willkommen zurück zu einem weiteren Part Bear Ride, heute endlich mal wieder. Ich habe es tatsächlich schon vermisst, aber ich habe natürlich in der Zwischenzeit das ein oder andere Camp gecleared, aber das schauen wir uns gleich an. Wir haben eine neue Quest, der müssen wir heute nachgehen und in dem Sinn würde ich sagen, viel Spaß und let's go. Boah, es ist tatsächlich so übelst kalt, dass man hier tatsächlich schon im Pulli rumsitzen muss. Ein bisschen belastend, aber nächste Woche soll es ja wieder ein bisschen wärmer werden. Was ich euch zeigen wollte, wenn wir auf die Karte gucken, dann habe ich tatsächlich schon fast alle von den Banditenlagern zerstört. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist hier bei diesen großen Banditenlagern, wenn man die zerstört, bei mir verschwindet das Symbol nicht. Ist es bei euch auch so? Wenn ja, dann schreibt es mir gern in die Kommentare. Und ich habe hier noch eins übrig, das muss ich noch machen. Und hier die zwei großen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich alles erledigt. Was fehlt uns denn jetzt noch, was wir machen müssen? Wir müssen auf jeden Fall noch Horndin befreien und Crashmir. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir Farnwolf schon befreit oder nicht? Ich glaube schon, aber ich weiß es nicht mehr genau. Und ich habe tatsächlich eine Quest bekommen, die heißt Herrscher des Flachlands. Dafür müssen wir nach Bradford und Patrick's Dean besuchen und genau das werden wir jetzt dann auch tun. Gehen wir mal zum Reiseschild und müssen nach Bread to the Ford und zu Patrick gedüst. Ich frage mich ja, wann tatsächlich mal wieder ein Update kommt und was dann sich darin befinden wird. Also kriegen wir mal Tiere oder Reittiere wären halt auch mal mega geil, weil dann muss man nicht alles immer zu Fuß zurücklegen. Oder eine Möglichkeit tatsächlich für die Siedler, dass sie irgendwie schneller von Außenposten zu Außenposten kommen, weil sie gehen ja dann doch tatsächlich einen recht langen Weg und das ist immer sehr, sehr mühsam. So, wo gehen wir denn lang? Am besten hier die Treppen rauf. Und dann müsste er irgendwo da hinten stehen, wenn ich mich richtig erinnere. Genau, was uns noch fehlt, dass wir überall Bellrides sind, aber das können wir ja tatsächlich dann angehen, wenn wir alle Städte mal befreit haben. Horndin ist übrigens auch wieder besetzt. Tatsächlich haben sie es mal nicht geschafft, die Stadt zu befreien. Aber gut, ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So, mein guter Patrick. Guten Tag, ich habe eine Nachricht von Lord Ashbourne für dich. Danke. Brief von Lord Ashbourne an das goldene Kind des Flachlands. Herzlichen Glückwunsch zur Befreiung so vieler Dörfer und zur Befreiung der Bauern von ihren vermeintlichen Fesseln. Wahrlich eine unglaubliche Leistung. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Wir müssen jetzt mit Emily sprechen und mit dem Schlechter. Wo sind sie denn? Genau, Emily war hier, das weiß ich. Und wo ist der Schlechter? In Crashmir. Gut, dann gehen wir jetzt zuerst zu Emily. Da läuft sie. Emily, bleib stehen. Seid ihr in Ordnung? Ihr seht aus, als hättet ihr einen Geist gesehen. Ashbourne, er will sich mit mir treffen. Ah, warum mein... Oh mein Gott. Jetzt rennt die Alte davon, weil ich hier angegriffen werde. Scheiße, ich hab aber nichts dabei. Dann schauen wir doch mal, was der Schlechter uns jetzt dazu zu sagen hat. Ich bin jetzt erstmal zu ihm, weil tatsächlich Emily irgendwie weg ist. Und ja, stimmt etwas nicht. Ashbourne hat mir einen Brief geschickt und mich gebeten, mich mit ihm zu treffen. Typisch, immer versucht er eine Show abzuziehen. Also, wann geht's hier hin? Du denkst, ich sollte gehen? Ich bin überrascht. Versammelt einige Leute, gebt ihnen Schwertern und stellt euch Ashbourne. Und dann werde ich ihn töten, wie er es verdient. Und er sagt, wir haben das Recht zu entscheiden, wie Ashburns Schicksal ausgehen soll. So, jetzt müssen wir natürlich noch mit Emily quatschen. Hier ist sie. Ah, okay. Seid ihr in Ordnung? Ihr seht aus, als hätte er einen Geist gesehen. Ashbourne, er will sich mit mir treffen. Ihr könnt nicht so überrascht sein. Ich meine, wenn er seine Männer euch mitten in der Nacht töten ließe, würdet ihr zu einem Märtyrer. Du denkst also, es ist eine Falle, er will mich töten? Ich habe Männer mit ihren Köpfen in einer Guillotine gesehen, die bessere Überlebenschancen hatten als ihr. Nichts für ungut. Ich werde ihn nicht töten, wenn ich nicht muss. Er muss vor Gericht gestellt werden. Ihr seid kein Spaß. Ja, ich bin wirklich kein Spaß. Stellt euch Lord Ashbourne in seiner Burg. Ist doch nicht dein fucking Ernst. Wo ist er? Da ist er. Okay, ich habe nicht mal ein Reiseschild in der Nähe. Das heißt, das muss ich auf jeden Fall noch machen.
Und dann brauche ich auf jeden Fall auch noch ein paar gute Pfeile. Das heißt, wir düsen jetzt mal kurz heim. Ich rüste mich aus und ja, dann sehen wir uns hoppala, beim Reiseschild an der Burg wieder. Okay, Leute. Wir sind angekommen dort, wo wir ankommen sollen. Und wir müssen jetzt hier hinter zum Briganten-Hauptquartier. Ich habe jetzt 125 von diesen geschärften Pfeilen mitgenommen. 10 von der heilenden Salbe. Ich hoffe, das bringt mir irgendwas und ich hoffe, dass ich es auch schaffe, weil ich weiß ja tatsächlich nicht, was auf mich zukommt. Gesundheit habe ich jetzt leider nicht so viel, weil ich einfach nichts mehr zu essen zu Hause hatte. Und jetzt würde ich ganz gerne hier mal so die Gegend ausloten, weil ich ja keine Ahnung habe, wie viele Typis da jetzt auf mich warten und ob es irgendwie da ein Plätzchen gibt, wo ich mich chillig, ja, hinsetzen kann, um die zu zerstören. Ja, hätte ich jetzt gewusst, dass die Straße hier bis ganz nach hinten führt, dann hätte ich wahrscheinlich da mein Schild hingebaut. Naja, macht nichts. Oh mein Gott, ich bin nervös. Das weiß ich halt auch nicht. Okay, da sind sie schon alle rot. Das heißt, ich muss... Oh mein Gott, ist doch nicht dein Ernst. Ist doch nicht dein fucking Ernst. Wo geht's denn hier überhaupt rein? Ich brauche irgendwas, wo ich mich auch vor dem Bogenschützen verstecken kann. Wie sieht's denn da hinten aus? Ja, da könnte man vielleicht raufdüsen. Probieren wir das mal aus. Geh mal da rauf irgendwie. Hallo. Ja, danke. Ach so, da können sie hochlaufen, ne? Das ist natürlich dumm. Wir brauchen einen geeigneten Platz. Eigentlich wäre es hier unten ganz chillig. Wer hat mich jetzt gesehen? Komm, verzieh dich. So. Gut. Wisst ihr was? Ich glaube, ich werde mal reinschießen. Jetzt kommen sie sowieso alle. Dann werde ich mich mal hier hinstellen und schauen, was mich erwartet. Oh mein Gott. Von unten zu treffen ist natürlich überhaupt nicht optimal. Ich hoffe, meine Pfeile reichen mir. Gott, sind es viele. Ach scheiße, wo ist der Bogenschütze? Oh fuck. Komm schon, du musst weg. Nein, wie kann er denn jetzt da... Du Hässlicher. Wie kann er denn jetzt bitte da runter? Also so nicht, meine Freunde. Jetzt brauche ich ganz schnell meinen Scheiß wieder. Oh nein. Scheiße, Pfeile. Hey, wieso macht sie nichts? Du Penner. Piss dich. Na also. So, B, es kommt noch mal ein Bogenschütze. Eigentlich wollte ich da noch reingucken, aber... Habe ich jetzt tatsächlich nicht mehr geschafft. Macht nichts, wir konzentrieren uns auf die zwei. Ups. Ah, Mann. Der hampelt mir zu sehr rum. Gut. Oh, jetzt kommt so einer. Scheiße. Ah ja, okay, es passt. Leute, was macht ihr? Drängelt euch jetzt doch nicht vor. Einer nach dem anderen. Warte,
Warte mal, ist das ein Bogenschütze? Da sind Bogenschützen. Die müssen weg. So. Da ist der nächste. Scheiße. Mann! Gut. Schnell heilen. Scheiße, ich habe nur noch zwei Heildinger. Gegen wen treffe ich? Ah ja. Scheiße, wer hat mich getroffen? Und da unten, wo ist er? Wo sind sie? Ach, hier. Scheiße, müssen die jetzt da unten stehen, die Pisser? Scheiße, da kann ich ja nicht hin. Oh mein Gott. Hier, einer ist weg. Du musst auch weg. Komm. Na los. Scheiße. Wenn diese verfickten, kackarschigen, Kack-Scheiß-Bogenschützen nicht da wären, dann wäre es eigentlich gar nicht schwierig. Jetzt gucken wir mal kurz hier noch rein, ob irgendwas Brauchbares ist. Ja, das Essen nehmen wir mal kurz mit. Okay, da war nichts drin, oder was? Was haben wir hier? Das sammeln wir später. Ja, die nehmen wir mal mit. Ich habe zwar noch daheim was mitgenommen, aber man weiß ja nie. So, und der Oleg hat was dabei? Auch zwei Salben. Gut, dann plündern wir wieder unseren Stuff. Und, wartet mal. Kannst du bitte da hoch? Danke. So, jetzt kommt. Ich bin bereit für ein bisschen Zärtlichkeit. Dein Ernst? Was ist los? Hat die das jetzt nicht getriggert? Jetzt hat. So, wir gehen wieder auf unser Plätzchen, weil eigentlich ist es da ganz chillig. Man muss halt nur diese beschissenen Bogenschützen im Auge behalten. Pfeile habe ich auch nochmal mitgenommen, neue. Schaut mal, wie schön das so geht. Aber ich glaube, die Bogenschützen machen sich schon wieder auf den Weg. Finde ich nicht nett. Einer nach dem anderen. Nutzt euch auch eure Rüstung nix. Wenn Madame Luni hier antanzt. Seid ihr fällig? Einer nach dem anderen. Was? Ich habe irgendeinen Erfolg bekommen? Gut, ich habe aber gerade keine Zeit für Erfolge. Warte mal, habe ich das jetzt geschafft? Ich muss mit dem Schlechter wieder sprechen. Aber ich mache die jetzt platt. Oder habe ich jetzt Lord Ashburn gerade schon gekillt? I don't know. Ist nicht aufgepasst. Die Sonne blendet. Na los.
Haut doch endlich alle ab. Ah, einer steht noch da. Bleibst du stehen? Natürlich, geht er genau in dem Moment weg. So, da unten ist doch irgendwo noch einer. Egal, ist mir wurscht. Ich will jetzt da rein. Ah, oh, da sind sie. Help. Ah ja, hier ist der erste. Scheiße, heil dich. Mann, der stirbt auch nicht, Junge. Schleich dich. Jetzt hat... Ist der andere? Da. Bleibst. Du bleibst stehen, wo du bist. Noch ein bisschen höher vielleicht? Nee. Mein Gott. Ah, jetzt hat. So, und die anderen zwei sind wo? Wo seid ihr, meine gute Alice? Was? Ihr haut doch jetzt nicht ab. Hey, so haben wir nicht gewettet. Na gut, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir mal ganz kurz zuerst nach Crashmere, denn wir müssen ja jetzt mit dem Schlechter sprechen, weil mich tatsächlich jetzt interessiert, was er zu sagen hat. Wo ist er denn, der Gute? Irgendwo dahinter. Schlechter. Those peasants should be more grateful. Wo bist du denn? Night's coming quick. Ach, da unten. Hey, nicht so schnell weggehen. Hallo. Oh, ich habe gehört, was passiert ist. Ashbourne ist besiegt. Du hast Großes geleistet, aber das ist erst der Anfang. Ich werde nicht aufhören für Cavenia, aber ich denke, es ist Zeit zu reden. Ich habe bewiesen, dass ich mich nicht von Rache verzehren lasse, also erzähl mir, was du über meinen Vater weißt. Die Wahrheit ist, dein Vater lebt, irgendwo in Cavenia. Er ist es? Dann kann ich keine Sekunde länger warten, ich muss ihn finden. Keine Sorge, ich habe Mitglieder vom Burningsdorf, die nach ihm suchten. Versprich mir, dass du mir sagst, sobald du ihn findest. Ich verspreche es. Wir werden uns bald unterhalten, Bellwright. 25.000. Ja, nice. Also ich glaube, also Leute, bitte schreibt es mir in die Kommentare, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich glaube, dass ich tatsächlich Bellwright sozusagen durchgespielt habe, weil ich glaube, dass Lord Ashbourne zu töten das Letzte ist, was man tun muss. Und ja, da wir das ja jetzt geschafft haben, bleibt uns ja quasi nur noch die zwei Städte zu befreien. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn es sonst noch andere Sachen zu erledigen gibt oder welche, die ihr sehen möchtet. Ich wünsche euch an dem Punkt noch einen wunderschönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!